herrscht auf der Erde. Genauer gesagt herrscht der Diktator Sopot. Durch Kriege gegen feindliche Mächte ist nicht nur die Bevölkerung zermürbt, auch die eigene Armee ist kampfesmüde. 6 der Elite-Soldaten starten deshalb eine Revolution, um die Erde von dem Tyrannen zu befreien. Sie steuern den Rebellen Elias in der Ego-Perspektive durch 12 große Levels. Der Rest der Widerstandszelle steht ihnen jedoch hilfreich zur Seite. Jeder der Soldaten ist in einem anderen Spezialgebiet ausgebildet. Ihr alter Ego kennt sich zum Beispiel besonders gut mit Sprengstoffen aus und die Missionen drehen sich folglich häufig um explosive Aufgaben. Abwechslung ist jedoch auch geboten, wenn sie nur durch die Gegend laufen und auf alles ballern, was sich bewegt. Dafür sorgen schon die 15 verschiedenen Waffen, die je nach Situation zum Einsatz kommen. Manchmal ist dabei genaues Zielen gefragt, manchmal bloßes Drauflosschießen. Zudem sitzen sie ab und zu im Geschützturm von 3 verschiedenen Fahrzeugen, während ihre Kollegen die Vehikel steuern. Die Optik mit flüssigen Animationen und spannendem Leveldesign passt zum überzeugenden Spielkonzept. Besonders beeindruckend sind aber die Effekte. Fast alle Gegenstände und Wände in den Levels lassen sich zerstören. Das sieht nicht nur genial aus, es kann auch neue Wege eröffnen. Wenn es mal nicht weitergeht, gehen sie einfach durch die Wand. Selten hat Revolution so viel Spaß gemacht wie in diesem abwechslungs- und actionreichen Ego-Shooter. Das einzige Manko? Sie ist leider viel zu schnell vorbei. 5 verschiedene Enden motivieren nimmersatte Revoluzzer, jedoch zum mehrmaligen Durchspielen.